Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich bin der Booster und wir spielen Watch Dogs 1. Und wie angekündigt, ich bin jetzt hier das in der zwischen den Aufnahmen, weil ich nehme die nächste Folge natürlich hier gleich im Anschluss auf mit dem Moped hier rübergefahren. Hier aktivieren wir die Sehenswürdigkeit, die Abzeichen freigeschalten. Ja, toll. Und dann würde ich uns hier der Kampagnenmission uns mal nähern. Warte, ich fand das Ding fühlt sich eher wie eine Maschine an. Nicht so schreiend wie die andere. Die war ja eher laut als schnell. Die hört sich auf jeden Fall satt an. So. Ja, schön satten Sound hat die. So, damit die Mission. Hier geht's weiter. Wie heißt die Mission eigentlich? Zerbrechliche Ware. Okay. Dann starten wir. Hier wurde einer von Damien angeheuert. Robert Racine. Ich fange mit dem Besitzer an. Und arbeite mich nach unten. Bleib cool. Nicht den Kopf verlieren. Okay. Der Racine war ja der Dude, der auf dem Tablet, der Name stand ja auf dem Tablet von dem Jacob heißt er, glaube ich, ne, vom Sohn von unserer Schwester, der aber irgendwie ein Trauma hat oder ein Trauma erlitten hat, würde ich mal eher sagen. So, hier eine Kamera wäre schon mal ganz cool. Aber er steht nicht permanent am Tor. So, next. Ja, die nächste Kamera quasi. Da. Ja, da ist wer drin. Keine Ahnung, ob der hier noch rausläuft, aber in dem Gebäude ist wer drin. Wahrscheinlich unser Ziel, ne? Suche irgendwie noch eine andere Kamera. Ach, hier vielleicht. Hier. Da ist noch eine Kamera. Abgefangene Audiolog. Ich mache hier schon mal das Tor auf. Finde den Zugangscode zu... Ah, okay, wir haben den Code noch nicht. Da hinten, der eine Dude war echt hart... gepanzert. Genau, der hatte ja Helm, fette Weste an und so. Würde gerne mal hier außen noch umschauen. Einfach, ob wir hier hinten nochmal irgendwie was anderes sehen. Eine andere Kamera, eine andere Perspektive. Gabelstapler. Er scheint ja relativ einsam hier hinten rumzulaufen, ne? So, damit haben wir das. Ist die Frage, kann man hier die Dinge aufmachen? Ja.
Ja, du, da hinten ist echt suspekt mir ein bisschen. Also der Typ da hinten in dem Eck, der ist mir echt am meisten suspekt. Überhaupt, weil der auch so komisch rumsteht. Ach, da oben. So, Sicherheitscode bekommen. Da hinten müssen wir jetzt irgendwas hacken. Wo ist das? Wo ist das? Da drin? Da drin, okay. Also. Eigentlich ist es über uns. Über uns. Aber wir müssen hier hinten an dem Dude vorbei und dann da die Treppen hoch. Die Frage, ne? Der sieht uns ja hier, ne? Ich will einfach mal schauen, ob der uns sieht. Nee. Okay. Nichts. Der Computer. Ich hack die Kameras durch den Computer. Aha. Singende Forelle. Schön, dich zu sehen. Okay, der ist in der Garage. Legst du mich aufs Kreuzband? Ich hab die Pierce-Frau gebracht. Die Frau, ja. Aber ich sagte doch, lass das Kind in Ruhe. Glaubst du, ich bezahle dir mehr? Du machst alles komplizierter. Wer ist da hinter mir her? Hast du den geschickt? Hab ihn nicht geschickt. Aber ich hätte dich wohl vor Eden warnen sollen. Du musst mir helfen, oder ich sag ihm alles, was ich weiß. Und genau deshalb weißt du nichts. Er wird nicht erfreut sein, wenn er das rausfindet. Scheiße, Mann, und jetzt? Gib dir Mühe. Viel Glück. Geil, er flüchtet. Du verdammter Wichser. Dich lasse ich nicht entkommen. Die Frage, ne? Kommen wir hier irgendwie schnell raus, oder? Wartet, Leute! Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass oben der steht und dass die jetzt alle dann getriggert werden. Ich dachte, ich kann jetzt hier rausschleichen. Okay, jetzt ist nur noch ein einziger Dude da. Ausschalten.
Wird gemacht. Brecht ihn ab, Leute! Ach. Komm schon, den Kerl finden wir. Sieht ihn jemand? Schade, daneben. Oh, what? Das ist ja auch manchmal so komisch, dass du dann nicht ins Auto mehr einsteigen kannst. Unnötig Zeit verloren. Oh Mann, wo ist der? Wir verschwenden nur Zeit, der ist fort. Haben wir ihn? Nicht, Aiden. War ich nicht deutlich genug? Lass die Finger von Jackson. Ja, was das angeht. Ein Angestellter war etwas übereifrig. Ben Neff ist nicht auf meinem Radar. Aber wenn du wieder ein meine Schwester ans Handy. Hör mal. Glaubst du, du hättest hier was zu sagen? Du sprichst mit Nikki, sobald du etwas Nützliches für mich hast. Folge der IP-Adresse und wir reden. Im Moment verschwendest du nur Zeit. So, damit haben wir das. Damien kennt mich ja gut. Weiß genau, wie ich reagiere. So, wo geht's jetzt hier weiter? Ach, hier hinten. Will ich da hinfahren? Eigentlich nicht, oder? Komm, wir porten uns. Schon eine ganze Weile planen. Der Mann geht wie immer zu weit. Er wird Nikki was antun, wenn er nicht bekommt, was er will. Okay, fürs Erste werde ich mitspielen. Ich folge dieser IP-Adresse. Aber ich werde ihn irgendwie erwischen. Also wenn ich das jetzt so verstehe, er sucht auch die Leute, die den Anschlag auf ihn verübt haben. Logischerweise sind das die gleichen oder die ähnlichen Leute, die auch den Anschlag auf uns ausgeübt haben. Und er versucht jetzt, er versucht uns zu erpressen, ihm zu helfen. Und nutzt oder nimmt dafür die Schwester und ihren Sohn als Geisel. Lass ihn gewinnen. Ich finde den zweiten Hacker und er lässt Nikki frei. Ob ich ihm glauben kann? Egal. Ich hab Ach, hier sind wir wieder bei dem Motel. Oder? Ist das nicht hier das Motel? Ja, hier ist das Motel. Na sauber. Ein Spinner mehr. So, nix. Dieser Hohensohn.
langsam mehr Loot, Job. Also gut, Damien. Vielleicht hast du ja etwas übersehen. Genau da. Mist. Was ist... Hey, ich bin's. Du hast mich herbestellt. Scheiße. Mir platzt bald der Schädel. Ja. Das ist Bad Boy 17 oder Clara Lily oder so? Wer ist sie? Weiß nicht, die Datei ist kaputt. Hast du eine Idee, wie ich es abspielen kann? Da ist nichts zu machen. Du brauchst das Original. Ich lasse eine Suche über den C2OS-Zugang laufen. Genau deswegen wollte ich mit dir sprechen. Ich glaube nämlich nicht, dass er davon weiß. Damit hätte er geprahlt. Ich kenne ihn. Wer hätte geprahlt? Vielleicht eine Spur. Oder nicht. Ich muss ihm einen Schritt voraus sein. Hast du Ärger? Eine IP-Adresse? Ja, die habe ich von ihm. Kannst du die Quelle checken? Was soll das alles hier? Aiden, antworte. Ich tue nichts, bis du mir... Er hat sie entführt, Clara. Er benutzt meine Schwester als Sicherheit. Oh mein Gott. Der, den wir suchten? Der, Damien Branks. Ich kann nichts tun. Ich werde jetzt gehen. Wir reden später, gut? Wenn du fertig bist. Komm her. Ja, sie hat wohl auch Angst vor dem Typen. Was ist denn los? Ohren zu halten. Okay, 1A Headshot. Nice. So, jetzt müssen wir mit ihr flüchten. Wo ist dein Auto? Hier lang. Ja, ich hab das zu spät gerafft, dass der auf uns schießt, der Dude. Wo ist dein Auto? Hier lang. Da drüben. Was heißt Motelschild? Was glaubst du, wie du hier wieder? Also die Pistole ist für das echt. Natürlich. Die Pistole hat auf die Range hin so einen schlechter Ding. Scharfschützen. Da drüben, der Balkon. Da hinten sind auf jeden Fall noch welche.
Achtung! Die Straße! Die Kameras werden mir helfen. Okay. Die kommen von vorne. Ich sehe gar nichts, oder? Stellung. Ja, ich sehe nicht, wo der Dude da hinten hinläuft oder wegläuft. Ach, der läuft darüber, okay. Jetzt weg. Ja, auf jeden Fall den Sniper da oben auf dem Dach noch. Okay. Sie würde ja wohl automatisch hier hinkommen, ne? Oh, hinter mir. Ich erledige das hier. Was tust du denn? Geh doch! Ach so, sie fährt? Will hier eigentlich auch nur weg. Soll ich darauf antworten? Ich weiß, wo wir in Ruhe reden können. Hier. Okay. War sehr intens irgendwie. Ach, hier. Ja, ist im. Ja, wir könnten da runterfahren, wir könnten darüber fahren. Apropos Skillpunkte. Hier haben wir nochmal Hacken. Wir haben echt viele Punkte. Dampfleitungen. Das waren die Nagelsperren, ja. Achso, hier waren die Helikopterabschaltungen. So, damit haben wir alles im Hacken. Ich würde, glaube ich, noch im Kampf war das, ja.
5 Punkte brauchen wir dafür. Hier brauchen wir, warte mal, hier war irgendwo Pistolen. Erhöht die Schussfrequenz von halbautomatischen Pistolen. Achso, das kostet. Er kostet 3. Okay. Und das war. Ja, Fokus. Ah, stimmt, den Fokus. Den verwende ich so selten. Und dann hast du mal alle 10 Folgen irgendwie so eine Situation, wo es vielleicht gar nicht so schlecht wäre, den Fokus zu nehmen. Er tut dir nichts. Sei nur ein wenig vorsichtig. Meinst du, du kennst ihn? Er hat mich entführt. Dadurch will er an mich rankommen. Was? Zeit abgelaufen. Mein Gott, was hast du gesagt? Sie ist in Tränen aufgelöst. Damien, gib sie mir nochmal. Wenn du weiter plaudern willst, folgst du dieser IP-Adresse und besorgst mir etwas Nützliches. Tata. Kalt zu sein. Vielleicht draußen. Ich lasse ihn gehen. Könnte ja sein, dass ich einen Hinweis finde. So, in der Zwischenzeit sind wir ja auch schon am nächsten Storypoint angekommen. Ach, hier ist die komische Brücke, ne? Die konnten wir doch drehen, oder? Konnte ich die nicht? So, mit einem Fluss, mit einem Fuß im Grab, ja. Ich habe alles verloren. Meine Festplatten, den Netzwerkzugang. Okay, ich muss wieder online gehen. Wo ist Clara? Vorsicht, Aiden. Zieh sie nicht mit rein. Hier. Danke. Diese Männer, wer sind die? Ich weiß nicht. Die müssen irgendwie die CTOS-Suche bemerkt haben. Deshalb wollte ich dich sehen. Detzek sagt, dass noch jemand den Systemhack hat. Ich nahm ihn und gab ihn dir. Warte mal. Ausgeschlossen von mir hat es niemand. Wir müssen einander vertrauen. Ich habe keine Zeit, dich zu beruhigen. Tut mir leid. Wenn du mir nicht traust, kann ich das nicht ändern. Jemand zerschießt mein Motelzimmer. Meine Schwester ist fort und ich habe nichts. Du bist zurzeit nicht meine Priorität. Nein, das weiß ich. Schon klar. Kennst du dich hier aus? Irgendwo in der Nähe soll das erste Testgelände für das CTOS sein. Man nennt es den Bunker. Vielleicht ist es auch nur ein Ammenmärchen. Der Bunker? Mit Zugang zur gesamten Stadt? Unbemerkbarer Zugang. Ich habe Monate darüber recherchiert. Stadtplanung, Zoneneinteilung, Dinge, die niemand wissen soll. Auf jeder Karte ist ein leerer Fleck. Genau da drüben. Etwa. Und deine Motelkaution kannst du vergessen. Finden wir es. Wir
Wir müssen einen Weg in den Bunker finden. Unbemerkter Zugriff auf die ganze Stadt. Das könnte ich gut gebrauchen. Eine Kamera wäre ganz cool. Aber wohin? Ach so, hier auf der Insel oder was? Aber warte mal, hier ist eine Kamera. Okay, er ist quasi als Bettler oder Obdachloser verkleidet, hat aber den Zugangscode. Dieser Insel. Sein Name lautet Tobias Frewer. Na klar. Tobias war einer der CTOS-Pioniere, bis Bloom ihn feuerte. Der Mann ist komplett verrückt. Oder auf Droge. Oder beides. Wir wollten Kontakt aufnehmen, um was über die Insel zu erfahren. Er hielt uns eine Knarre ins Gesicht. Er lebt hier ganz in der Nähe. Im Obdachlosenlager. Obdachlos? Er versteckt da drin seinen illegalen Shop. DedSec versorgt sich bei ihm mit seltener Hardware. Vergiss ihn. Er ist paranoid und wird nicht reden. Ich kann sehr überzeugend sein. Warte, ich finde raus, was er weiß. Ich überlasse dir das Reden. Du möchtest wirklich, dass es diesen Ort gibt, oder? Es gibt ihn. Also glaubst du an diese Legende? Papa nahm mich früher mit zum Zelten am Mont Tremblant. Er sagte immer, dass wir Schätze suchen würden. Ich wusste damals nicht, dass er nur in die Hütten einbrach. Goldene Uhren, Werkzeug und sein Gesicht, wenn es mal was Besonderes war. Wie einmal, als ich eine rostige Münze fand mit irgendeinem Kaiser drauf. Er sagte, es wäre eine römische Münze. Unbezahlbar. Aber ich durfte sie behalten. Sie sei meine Tür in eine magische Welt. Das römische Imperium. Ich bin anscheinend ganz seine Tochter. Mit funkelnden Augen. Ich hoffe auch, dass der Bunker echt ist. Ist er. Einer Gasleitung führte. Keine Angaben zu Opfern. Die Polizei untersucht den Fall. Dank der kurzen Reaktionszeit des CTOS heißt es, konnte die Polizei... Da hat Tobias seinen Laden. Das meiste ist Schwarzmarktmüll. Manchmal findet man seltene Baupläne, mit viel Glück. Er ist nicht da. Und jetzt? Jemand muss doch wissen, wie man sie erreicht. Ich sehe mich mal um. Eine Kamera wäre ganz cool als erstes. Nettes Setup. Was gibt's? Ich bin mitten in einem Pokerspiel. Das sind Leute bei deinem Shop. Na und, der ist zu. Warte, wie sehen die denn aus? Keine Ahnung, Mann. Eine Punkerin und ein... Dann bleibt er zu. Vielleicht lassen die mich mitspielen. Aha, pokern. Eine Pokerrunde. Mal sehen, wo du dich versteckst. Das war's schon. Moment, was ist das? Noch jemand verfolgt den Anruf. Das sind sicher Fixer. Hey, du wirst mir das nicht glauben. Ich weiß jetzt, wo ich Frewer finde. Ich sammle ihn jetzt auf. Da sind sie. Sie werden ihn schnell finden. Ich muss sie aufhalten. Hier war doch gerade noch ein Auto, oder? Na, hier. Du hattest recht, er ist paranoid. Aber ich hab ihn. Du willst alleine gehen, oder? Schon gut. Ich treffe dich auf der Insel. So, die da vorne sollen wir ausschalten. Verstärkung!
Okay, ich glaube, wir haben alle. Okay, dann eine Runde Poker mit Tobias Fruhr. Dass da keine Polizei dann kommt. Aber gut. Hier oben war die Pokerparty. Hier ist doch auch eine Brücke, oder? Ja. Kann auch sein, dass unten der Tunnel gemeint ist. Ja, es wird wahrscheinlich unten der Tunnel gemeint. Manche Autos fahren sich echt wie eine Badewanne. Das ist hier auch so irgendwie gefühlt. Ja, wenn er schneller ist, dann ist es nicht ganz so schlimm. Sind wir am Ort des Geschehens. Bin ich mal auf die Pokerpartie gespannt. Ich glaube, einmal haben wir so ein Mini-Pokerspiel ja, angefangen. Aber die ersten 2, 3, 4 Runden waren eher Crap und da bin ich irgendwann aufgestanden, weil ich keine Bock hatte, noch länger dran am Tisch zu sitzen, um zu pokern. Checken. Illegales Pokerspiel. Wer hätte das gedacht? Einer von den Typen muss Tobias sein. Ja, voll unauffällig, ne? Kommst du dort rein, setzt dich einfach random an so einen Pokertisch. Jo. Bestätigen. Der Pot sind $3. Also ich habe 200 Chips, die ich setze. Das ist quasi meine Bank quasi. Aber 3 ist wahrscheinlich, also 2 ist der Big Blind und 1 ist der Small Blind. König 5. Na ja, komm. Schauen wir uns wenigstens den Flop an. Ich kenne dich nicht. Ich kenne ihn nicht. Ganz ruhig. Bist du Tobias? Das geht dich nichts an. Ich nehme das mal als ja. Nein, nimm es als das geht dich nichts an. Gute Einstellung. Hat dich Blum deswegen gefeuert? Tobias! Stopp! Ich dachte, wir spielen jetzt wenigstens irgendwie noch eine Runde oder irgendwas, aber... Scheiße! Okay, bitte! Fangen. Fangen heißt nicht töten, ne? Na komm. Eventuell bin ich dann schneller durch die Tür. Okay, wir haben ihn. Also, ich brauche eine Sache. Und dann kannst du gehen. Nein, niemals. Die finden es raus. Ich bin keiner von denen. Warum sollte ich dir trauen? Weil ich es mir auch
einfach nehmen könnte. Das reicht mir nicht, Mann. Also gut. Ich arbeite nicht mit wem du denkst. Niemand muss von dieser Unterhaltung erfahren. Der Bunker ist isoliert. Abgeschnitten. Da ist kein Strom, kapierst du das? Das Ding ist praktisch eine Gruft. Okay. Damit komme ich klar. Das war's von Anfang an, wenn man drüber nachdenkt. Eine Gruft. Jeder, der mit diesem Ort in Berührung kam. Wir stehen alle mit einem Fuß im Grab. Aber ich bin okay. Hier bin ich sicher. Denke ich. Klar. Tobias. Ich brauche den Brückenschalter. Bitte. Der ist von mir, weißt du? Dieser Kasten. Ja. So was mache ich. Ich bastel. Großartig. Dann gib her. Ja. Fein. Sicher. Ja, nimm du ihn. Gut. Ist dein Begräbnis. Ist schwer, was? Glaub mir, Mann. Der wird immer schwerer. Hey, hör mal. Wenn du irgendwas brauchst, egal was, komm zu mir. Ich baue alles. Scheint so. Also ich habe da Fragen. Tobias Shop. Okay, das ist einer. Besuchen Sie Tobias Underground Geschäft. Kaufen Sie und die bereits fertig hergestellte Tools. Tobias Shop ist das einzige Geschäft, das Waren von Gems, Blackout und CTOS Scans verkauft. Also meine Frage ist ja, wenn er... Also, er ist ja, also wenn ich das richtig verstehe, ist er ja einer der ersten Dudes gewesen, die dann den Bunker aufgebaut haben. Ich werde von denselben Leuten gejagt. Untersuch. Hier ist auch eine Untersuchung. Ja. Scheiße, obdachlos bin ich ja schon. Aber er war irgendwie Er muss vorsichtig sein. Er wird von Fixern gejagt. Wenn die ihn finden, wer weiß, was sie tun. Hey, übrigens, Maurice hat eine Location ausgespuckt. Er ist sicher, dass du dort etwas finden wirst. Er meint, wenn du antworten willst, musst du seiner Spur folgen. Was auch immer das bedeuten soll. Aber vielleicht bringt's was, hm? Sicher. Das ist gut. Er will, dass ich seine Gründe verstehe. Du musst ihn dafür belohnen, okay? Keine Ahnung. Sei kreativ. Also wenn er einer der ersten Sicherheitschefs ist, keine Ahnung, ja, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man da irgendwie so Sicherheitsstufen hat und irgendwie welche Verträge man da unterzeichnet und aber es wirkt ja so, dass das irgendwie eine Geheimsache ist und dass er darüber nicht spricht. Und die erste Sache, was er dann anspricht, nein, der Bunker ist eine Gruft. Wenn er das nicht sagt, bestätigt er ja gar nicht, dass das überhaupt gibt. Das ist ja schon mal erstmal komisch. Und dann, ja, warum gibt er uns dann einfach so random die Sache, ne? Die Fernsteuerung. Aber ja. Oh, jetzt komme ich hier nicht raus, oder was? Also, ja, keine Ahnung, es wirkt irgendwie ein bisschen komisch. Weil wenn es wirklich so eine geheime Sache ist, was ja okay wäre, dann würden ja die Leute ja niemals selber davon sprechen, ne? Oder ich kann mir das nicht vorstellen, wenn ich da irgendwie Agent oder keine Ahnung bin. Auf einen digitalen Trip? Das ist echt geil, Mann. Dann ist ja nicht das Erste, was ich sage, nein, den Bunker gibt's nicht. Sondern... Man würde das ja wahrscheinlich immer ab... Wie sagt man? Abstreiten, ne? Aber gut, vielleicht...
da oben. Muss ich hier auf das Dach rauf? Ja, warte mal, lass mal das versuchen. Aber wie gesagt, ne, keine Ahnung, ja, vielleicht ist das nicht so, aber... Ah, hier. Gerne. Festplatte. Oh, Festplatte. Aber vielleicht sehe ich das auch irgendwie anders oder ich habe da auch, wie gesagt, keine Ahnung, ob das dann wirklich so ist. Ach, hier ist noch eine Untersuchung. Hier ist auch noch eine Untersuchung. Das heißt, der... Ja, hier ist denn sein Geschäft, aber... Ja. Das heißt, wir holen uns die Sachen. Aber wie gesagt, ne, keine Ahnung, ne, vielleicht ist das gar nicht so und vielleicht arbeitet er auch gar nicht mehr dort, aber was mich halt wundert, warum hat er dann Zugang oder warum hat sich er das dorthin gebastelt, so eine quasi so eine Fernsteuerung, damit er dort auf die Insel kommt. Und es gibt keinen Strom. Es gibt wahrscheinlich Strom, aber der ist dann vielleicht ausgeschaltet oder... Und dann gehe ich dorthin mit einer Powerbank, aber ja, keine Ahnung. Vielleicht muss die Powerbank auch so groß sein, dass es dann unrealistisch ist. Alle irgendwie blau. Hier das Fragezeichen. Die Frage, was will uns das Fragezeichen jetzt hier sagen, ne? Irgendwas ist hier. Aber interessanterweise, so sehe ich das gar nicht. Auf der Karte. Was sollen wir hier entdecken? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Warte, ich versuche mal hier irgendwie hochzukommen. Ja, hier eher nicht. Ach, das triggert mich, aber es muss hier eher hier unten auf der Ebene sein. Hast du ein Problem? Aber ich komme hier auch nicht rein in das Haus. Ah, hier. Ich hab Geldtasche. Okay, dann weiter zum... Ja, meine erste Vermutung war, dass vielleicht doch da oben irgendwo auf dem Dach irgendwas ist wieder. Wow, ten cuidado. Warum ist denn hier jeder blau auf einmal? Ach so, hatten wir gerade.
Hier ist sie auch schon wieder blau. Blau sind halt die, die irgendwas Besonderes haben. Entweder viel Geld oder irgendein Collectible Item wie Song, Kleidung, Auto. Das ist die Frage, müssen wir da wieder hoch? Ah, hier oben. Ah, ich probiere mal hier hoch zu klettern. Mhm. Leiter. Jo, nächste Festplatte. Wurden die vorher nur nie angezeigt oder haben wir das immer übersehen? Kann auch sein, dass die früher noch nicht angezeigt worden sind, ne? Sondern erst mit Story-Fortschritt, wie jetzt das angezeigt wird auf der Map? Keine Ahnung. Weil wir hatten vor ein paar Folgen die erste Festplatte gefunden. Aber vielleicht war das so der Trigger, der dann auch die anderen quasi freischaltet, die man dann nur noch ablaufen muss. Ach. Hey. Du Bauer, bist du im Dschungel groß geworden? Ich würde gern wissen, ob ich den in den Fuß schießen darf. Einfach nur, damit er stehen bleibt. Halt super lame, ne? Okay, aber wir haben den gestoppt. Das ist. Also, wenn wir das reicht, den nur zu erschießen, dann. Dann wäre mir das egal. Dann erschieße ich den lieber, als den eine Stunde hinterher zu rennen. Wo ist das? Noch 100 Meter. Doch noch ein Stück. Die müssen das Handwerk legen. 16.000. Was? 14.000? Allein das waren 30.000 Tacken. War auch schon ewig nicht mehr beim ETM. Aber ganz ehrlich, wir brauchen aktuell nicht wirklich Geld vom ATM. Ich glaube, wir haben 600k rumliegen. So, hier irgendwo. Wahrscheinlich hier irgendwie hoch und dann oben auf dem Dach. Na, hier könnten wir vielleicht wieder mit dem LKW hinfahren. Oh, warte mal, hier ist ein Lift. Hier ist ein Lift. Ja, der Lift wird sein. Ja, weil das bringt uns wahrscheinlich nichts darüber. So, und hier. Ja. Okay, nächste Festplatte. Okay, läuft. So, runter. Das heißt, wir sind jetzt hier unten. Wir könnten kurz beim Waffenladen vorbeischauen, weil ich glaube, wir hatten keine Granaten mehr, weil der wollte jetzt gerade nicht mehr nachladen, den Granatlauncher. Ja, ja, genau, wir haben gar keine Granaten mehr. Und Granaten ist, was wir auf jeden Fall oft brauchen. Die kritische Infrastruktur der Stadt gehört in eine demilitarisierte Zone. 11 Menschen starben, weil die Stadt die Kontrolle abgab. Ein Hacker zeigte die Schwachstelle im Netz. Hacker Raymond Cannon ist ein Held, kein Terrorist. Chicagos CTOS ist angreifbar. Die Bürger sind angreifbar. Übernehmt Kontrolle. Oh
Gott. Warum hat der so geblitzt unter dem Auto, wie er gebremst hat? Ach, so weit ist der Laden noch weg. Ich nehme lieber ein Auto, was rumsteht. Bevor wir da jetzt irgendwen rausziehen. So, rein. Chicagos Polizei sucht weiterhin. Ich weiß gar nicht, wie ist denn unser Ruf aktuell? Sprecher Aiden Pierce. Die Bürger Chicagos jedoch jubeln Pierce zu. Mit so viel öffentlicher Unterstützung haben die Polizeibeamten Schwierigkeiten, Tipps zu seinem Aufenthalt zu bekommen. So, könnt mal stoppen. Was kann ich tun? So, Munition kaufen, alles was geht. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwas noch kaufen können, was wir vielleicht noch nicht besitzen. Nee. Nee. Okay, wir haben wirklich alles schon gekauft. So, das heißt, wir haben jetzt hier alles. Also das sind nur ETMs, die interessieren mich jetzt nicht so, wenn ich ehrlich bin. Hier hinten wäre, glaube ich, auch noch eine. Komm. Fahren darüber. Weil da war ich schon einmal vor, boah, einigen Folgen. Aber ich habe das dann nicht geschafft, das Ding zu bekommen. Das Item oder das Collectible Item, was dort versteckt ist. Aber ich dachte, ich kann ein bisschen abkürzen, aber ja, eher so semi. Hier geht's runter, okay. Genau, da oben auf dem Ding. Genau, ich hatte das eine Ding gesprengt. Und ja. Ich dachte, ich kann dann da irgendwie eine Tür oder was aufsprengen. Aussteigen. Schauen wir mal, ob wir jetzt mehr Glück haben, da hochzukommen. Weil irgendwas war oben auf dem Container, auf dem Dach. Oh, was ist hier? Hier ein Tatort. Oh nein. Sagen wir mal, er chillt nur. Okay, das ist eher so Leute, die gerade außerhalb der Gesellschaft versuchen zu überleben. Würde ich es jetzt mal sagen. Genau da oben will ich hin. Aber da ich das Ding hier gesprengt hatte, konnte ich nicht mehr drauf. Jetzt. Perfekt. So, das heißt, von hier würde ich dann gerne hier rüber. Ja, dadurch, dass ich die Sprengung durchgeführt habe, konnte ich nicht auf den Ding draufklettern, weil ich habe halt immer Schaden bekommen. Ja. Hä? Hier ist Wasser. Okay. Und dadurch, dass ich das letzte Mal, wie wir hier war, den Ding gesprengt hatte, und man da nicht hochkam mehr, war das ein bisschen Pain.
Aber gut, das haben wir jetzt auch erledigt. Ist halt die Frage, ob wir hier im Wald irgendwas finden. Oh, wir finden hier sogar was zum Fahren. Ah, hier würde ich gerne hier drüben über die Brücke fahren. Das ist auch so schwierig, dass die Kamera dann so komisch sich dreht manchmal. Okay, hier komme ich ja nicht drüber. Brauche ich gar nicht erst versuchen. Ja, ihr weiß schon, worauf es hinausläuft. Und ich sehe gerade, wir sind echt gut wieder in der Folge fortgeschritten. Ich würde jetzt rüberfahren zu dem Shop und wir schauen dann in der nächsten Folge, starten wir die Folge, wir schauen im Shop, was können wir kaufen oder was bietet der an, wie viel können wir davon kaufen und dann werden wir uns mal dem Bunker widmen, dem ominösen. Ja. So, wir sind hier da. So, aussteigen. Dann würde ich mich auch erstmal bedanken bei euch fürs Dabeisein und hoffe, wir sehen uns dann einfach im nächsten Part wieder, wenn wir hier ja seinen Shop besuchen. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Servus.